Ein spannendes Feuerwerk von großen Premieren. Wir werden über 150 Weltpremieren haben und jeder Liebhaber des Autos wird dort Freude haben an der Innovation, an anfassbarer Technik, an emotionalem Design. Und die Chance ist auch da, dass man mit sehr vielen Autos fahren kann, denn wir haben ganz bewusst darauf geschaut, dass das eine auch für das eigene Erleben vom Auto interessante IAA wird. Wir werden praktisch auf jedem großen Stand der Automobilunternehmen Elektroautos sehen, sei es als reines Elektroauto, sei es als Plug-in-Hybrid, sei es als reichweitenverlängertes Auto. Allein die deutschen Unternehmen bringen ja bis Ende 2014 nochmal 14 zusätzliche Modelle, sind dann zusammen 16 in den Markt. Und dann wird man einen Hochlauf der Elektromobilität in Deutschland und sicher auch in anderen Ländern erleben. Also das eine Thema ist, was passiert bei der Strategie weg vom Öl? Wie sieht es aus mit den alternativen Fahrzeugen? Welche interessanten Projekte zur Elektromobilität kommen jetzt in den Markt? Dieser Marathon Elektromobilität, der wird in Frankfurt einen erheblichen Push erleben. So ist es. Und wenn man nun viele Jahre die IAA veranstalten durfte, dann weiß man ja, was man dort erlebt. Tausende, Zehntausende, nicht nur jüngere, aber eben auch jüngere Menschen mit begeisterten Augen. Es ist eine Legende zu behaupten, dass das Auto die Jungen nicht mehr interessiere, das Smartphone sei wichtiger. Ja, das Smartphone ist wichtig, aber wenn man sich ein Auto leisten kann, dann ist bei 80% der jungen Leute das Interesse groß, sich das Auto leisten zu können. Und in den Großstädten nutzt der eine oder andere das Auto auch per Carsharing und kann damit Autos fahren, die er sich vielleicht zum gegenwärtigen Moment noch nicht leisten könnte. Die IAA ist noch internationaler geworden. Wir hatten das letzte Mal rund 30% der Aussteller, die aus allen Teilen der Welt außerhalb Deutschlands kamen. Jetzt sind es über 40%. Übrigens von diesen über 40% sind wiederum rund 40% aus Asien. Das ist ein deutliches Signal. Der schnellst wachsende Markt der Welt ist in Asien, in China, in den ASEAN-Ländern, auch in Indien. Und wir freuen uns über das große Interesse der asiatischen Welt an der IAA in Frankfurt. Aber wir haben auch eine starke Präsenz aus Europa, wir haben eine starke Präsenz aus den USA, wir haben lateinamerikanische Unternehmen präsent. Es ist schon eine Weltmesse und das macht es natürlich für die Besucher auch so interessant. Ja, wir haben über 150 Weltpremieren, davon 70 von den Automobilherstellern und etwa die gleiche Zahl von Zulieferern, die ja für das Gelingen eines modernen Automobils einen wesentlichen Anteil haben. Die IAA ist ja anders als andere Automobilmessen, eine Messe von Herstellern und Zulieferern. Und das ist natürlich für viele Technikfreaks und viele Automobilbegeisterte auch hochinteressant. Das Zusammenwachsen der Zuliefererteile mit dem Auto zu einer Einheit zu sehen. 75% eines Autos kommt heute von den Zulieferern und die großen Innovationen werden ganz wesentlich von den Zulieferern beflügelt. Ja, wir hatten ja, wie Sie wissen, schwierige Monate hinter uns. Da europäischer Automobilmarkt ist mit dem Wort suboptimal noch freundlich umschrieben gewesen. In Wahrheit war es insbesondere in Italien und Spanien ganz duster. Die Hälfte der Verkaufszahlen, die wir vor 6, 7 Jahren dort hatten. Der deutsche Markt war auch nicht gerade rosig, aber war etwas günstiger.
Ich glaube, die letzten Zahlen in Westeuropa deuten darauf hin, dass wir nach diesem deutlichen Absturz des Automobilmarkts in Süden Europas und der flachen Entwicklung in Deutschland jetzt den Boden gesehen haben. Und die Hoffnung ist da, dass langsam von diesem Boden aus der deutsche und der westeuropäische Automobilmarkt sich wieder erholt. Das ist jetzt nach den Juli- und August-Zahlen eine erfreuliche Entwicklung. Wir sprachen vorhin von den Zulieferern. Wir haben plus 25% bei den Zulieferern in der Ausstellungsbeteiligung. Das ist ja schon ein bemerkenswertes Signal. Und eben gerade auch die ausländischen Zulieferer merken natürlich, dass die Musik hier in Deutschland spielt, dass die interessantesten Automobilunternehmen der Welt nicht zuletzt aus Deutschland kommen. Und wer da den Fuß in der Tür hat, der hat natürlich auch eine Geschäftsperspektive.